Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier auf Psycho198 bei Let's Play Halo Reach. Wir waren bei der Mission Nightfall das letzte Mal stehen geblieben und haben schon einiges erlebt. Die Allianz ist auf Reach gelandet und wir wissen noch nicht ganz, wie sie die Verteidigung des Planeten durchbrechen konnten. Und wir sind Noble Six, das neue Mitglied des Noble Teams, und bestreiten nun mit dem Rest unseres Teams die Suche nach dieser Antwort. Und dazu werden wir nun ein kleines Relay ausschalten. Glaube ich zumindest, dass das in dieser Mission passiert. Und wir starten einfach mal, würde ich sagen. Wir haben schon einiges erlebt. Sind mit Warthogs umgefahren. 2, 1. Und mal sehen, wohin uns der Rest so führt. Too quiet. Genau, das letzte. The sector ahead is dubbed electronic surveillance. Government can work on instruments? So it would seem. The command wants to know what they're hiding. Das letzte Mal sind wir hier mit June gelandet. Und er hat uns noch ein paar extra Schüsse für das Sniper gegeben, wovon wir jetzt irgendwie insgesamt 55 Schuss haben, was schon ziemlich viel ist. Und ich kann mich noch erinnern, wie damals auf der E3, glaube ich, diese Mission sogar gezeigt wurde oder ein Teil von dieser Mission in irgendeinem Trailer vorkam. War ganz cool. Sieht auch alles ziemlich fancy aus hier mit dem Space und so. Oh, shit. Ja, das letzte Mal hatte ich so ein paar Audio-Probleme festgestellt. Sprechen wir uns mal an. Sind da voll Stealth unterwegs. Schrei nicht so rum. Psst. Okay. Genau. Oh, da schlafen noch ein paar Grunts. Wenn wir uns leise bewegen, dann können wir die alle ausschalten, ohne erstmal groß für Aufsehen zu sorgen. Nein, das letzte Mal hatte ich ein paar Probleme festgestellt, weil die 360, auf der ich Reacher spiele, logischerweise, noch relativ laut ist und ich ein Standmikrofon habe, was relativ aufnahmefreudig ist, sage ich immer so gerne. Hatte ich dann das Problem, dass das Rauschen der Xbox relativ krass zu hören war, fand ich zumindest. Also mich hat's gestört, vielleicht auch den einen oder anderen von euch. Ich hoffe, dass ich das jetzt behoben habe, denn ich verwende jetzt mein altes... June, warum tust du das? Warum tust du das? Wir hätten hier voll Stealth durchziehen können und jetzt... ich kann den Schakal nicht töten. Es ist tatsächlich schon wieder ein bisschen länger her, die erste Aufnahmesession. Dementsprechend verurteilt mich nicht, wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen schlechter spiele. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, in den nächsten Tagen das jetzt hier durchzuziehen und mehr aufzunehmen, damit das auch mal hier vorangeht. Und ich habe den ersten Part aber tatsächlich eigentlich noch gar nicht hochgeladen. Aber das kommt ja. Genau. Okay, Checkpoint. Dann da unten gibt's Armor Abilities. Wir haben momentan Sprint. Ich werde mich jetzt hier mal runter geben. Armor Lock, nee. Warum jetzt nicht? Was gibt's hier? Niedler? Nee. Ist das Camo? Ja. Camo. Hm. Voll Stealth unterwegs. Okay. Gut, brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Ich wollte jetzt gerade trotzdem sprinten. Klappt aber nicht. In Reach geht das ja leider nicht. Was ist das? Das ist Programm. Brauchen wir nicht. Fand ich immer relativ. Recon Bravo to Noble 2, stand by for contact report. Alter, das sind einfach mal 4 Ranger. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die da so passen nebeneinander. Negative, too small. You're not in the dark zone yet. Engage at your own discretion, but keep moving. You heard us, Six. Drop those tangos. Mhm, wen hole ich denn mal zuerst weg? Das ist jetzt die Frage. Ihn hier. So, 2. Den dritten Pass. Hab ich den vierten noch getroffen? Oh, ich glaube schon. Oder? So, die Eliten hätten wir. Das ist schon mal das größte Problem. Gibt es ein Medipack, falls wir das noch brauchen? Hier da unten sind erstmal Grunts. An jeder. Oh! Da ist noch ein General. Oh Gott. Ich kenne mich mit den Rängen immer noch nicht aus. Ich habe sogar extra mal. Also keine Ahnung. Das ergibt sich mir nicht so ganz, weil die halt auch in jedem Halo anders aussehen. Also ich kenne die schon so ungefähr, aber wer jetzt über wem genau steht und wie heißt. Ich weiß, welche Elite stärker ist als die andere. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie auch im Rang drüber stehen. Aber... irgendwie... Oh Gott, noch ein neuer Phantom.
irgendwie war mich das doch immer relativ komisch. Ich habe sogar extra nochmal so ein paar Sachen jetzt bei, wie heißt es noch, Halo Wiki nachgeschaut. Und ja, mal sehen. Natürlich kommen jetzt auch wieder einige Eliten. Schakale sind auf Range so nervig zu holen. Ich will eigentlich den Sniper nicht für die verschwenden. Aber mit der Pistole weiß ich jetzt auch nicht. Weiß auch nicht. Kann man nicht da irgendwie... Warte. Wollen sich mal mehr darum versammeln. Ja, so wollte ich das. Alter, die Elite ist sogar gestorben. Nice. Genau so möchte ich das haben. Das ist schön. Das ist schön. Die Welt ist gut, aber nicht schön. Wir alle wissen es. So, jetzt auch mal weg. Zack. In Reach haben sie ja übrigens auch geändert, dass die Grunts jetzt, oder beziehungsweise hier noch nicht, beziehungsweise in Halo 4 tun sie es dann auch nicht mehr. Ja, tatsächlich, dass die alle mal hier normal Englisch sprechen. So, und man dementsprechend auch die Eliten verstehen kann. Was ja in Halo, warum hab ich nicht nachgeladen? Halo 1 bis 3 der Fall ist. Weiß ich nicht, das hat so dann macht sie gefährlicher, so als Aliens und man weiß nicht mehr genau, was sie sagen, Mysterious und Zeug. Aber ich fand es eigentlich auch immer ganz witzig, wenn man verstanden hat. Und ja. So. Ist jetzt mal alles clean. Oder kommt jetzt noch was? Ich fand übrigens diese Dinger hier, ich glaube, das sind so Pseudo-Stromwindräder oder so. Die standen ja auch in Brust, aber als wir mit dem Falcon den ersten Missionen hier lang gegangen sind, stehen die auch immer mal mit der Breach rum. Ich weiß nicht, wofür die gut sind, ehrlich gesagt. Das ist wirklich so zum Generieren von Energie. Oh, da ist wieder mein Freund. So, wir begeben uns weiter vorwärts. Auf unserer epischen Reise Richtung Vernichtung der Allianz. Ich weiß nicht. Was ist jetzt schöner? Das hier ist natürlich das neue Art 5 Modell. Wie alle sehen es. Große Vorderreifen, kleinere Hinterreifen. Eine maximale Traglast von 5 Tonnen. Die Hydraulik ist sehr gut gelungen. Hier wiederum natürlich der gute alte A4. Man weiß nicht. Hat natürlich auch seine Qualitäten. Manche sagen ja, alt ist immer besser. Früher war alles besser. Und Traxxas, ja. BMW hat sich dann auf Dauer doch nicht durchgesetzt. Ja. Ich frag mich gerade ernsthaft, ob 1031 hat der eine andere Nummer. Nein, schade. Hätte ich fancy gefunden. Das hätte ich richtig krass gefunden jetzt, wenn der jetzt 1032 gehabt hätte oder so. Gut, vielleicht ist das auch nur die Seriennummer und nicht unbedingt die Nummer des Einzelnen. Oder June? Was meinst du? Er hat Armorlock. Ey, Peter! Peter, komm runter! Peter. Hm? Peter, komm runter. Ich finde aber übrigens den Akzent von June voll cool. Und hier muss ich gar nicht lang. Ja, es geht schon wieder los. Es wird random. Aber gut, dafür kennt man uns. Und dementsprechend müssen wir da... Oh Gott, ich auf Legendary hasse ich diese Stelle. Nicht den Kopf verlieren. Ich höre schon wieder irgendeine Elite. Das ist wieder so ein Tank, um auch den Fancy nutzen können. Der wenig, oder doch, obwohl es ja doch schnell zerfüllt wird. Ich will nicht ungern Grand zuerst ausschalten. So. Sind aber locker noch mehr Eliten, oder? Ich glaube kaum, ist das die einzige. So, ja, ich schieße auch gerne Grunts, wenn ich einfach habe, aber wir haben sehr viel Munition und Erscheinung geschützt und ich hatte keinen Bock auf irgendwas Nerviges dann. So. Alter, was machst du denn da oben? Ja. Peter, komm runter! Peter! Du kommst jetzt runter, oh Gott, da ist schon wieder kein Platz geworden. Oh Gott, das sind ja mehr. Hab ich mich jetzt vor dem ersten Schock gefangen? Und noch eine Elite? Und ich treffe nicht. Oh mein Gott. Aber er trifft auch nicht.
schnellste Lied. So. Ich sehe dich. Zack. Okay, alles klar. Hallo. Weggesnackt. Nein, wir vergewaltigen keine Coins. Wir sind ja... Oh, was ist das hier? Eine fancy Anzeige ohne eine genaue Prozentzahl. Mhm. Aber ich mag dieses Leuchten. Okay. Alle Lichter auf Rot, aus 1. So, was? Das ist, ich glaube nicht, oder? Doch, ja. Und steht schon wieder einer. Ich will das jetzt mal kurz überprüfen. Hier wird wieder auch wieder 1031 draufstehen, oder? Schade. Also wenn ich bei Bungie gearbeitet hätte und diese Dinger hätte designen müssen, hätte ich mindestens 10 unterschiedliche Nummern aufgemacht. Einfach, weil ich es kann. So. Es läuft gerade überraschend gut irgendwie. Ich weiß noch nicht. Bin zufrieden. Bin zufrieden. Mhm. Let sleeping dogs lie. Look at that. Alter, Alter, was ist das denn? Okay, ich würde sagen, wir lassen die erstmal kämpfen. Okay, ich glaube, was die gewinnen den Kampf. Also auf Reach lebt kranke Viecher, wie wir jetzt feststellen. Ich gehe mal da hoch, dann kann ich von da oben. Gegebenenfalls in einem. Oder June lenkt die Aufmerksamkeit auf uns. Oh oh. I'm fucked! Die sind ja riesig. Okay, den ersten haben wir. Okay, oh, June hat den zweiten auch schon erlebt. Alter, du solltest immer die Fingernägel schneiden. Das ist ja hier Guinness World Records. Aber sein Gesicht sieht schon irgendwie witzig aus wie so ein Doktor, so vom Trollen ist. Aber krass. Naja, du, also. Ich meine, du bist zweiter Platz, ne? Aber schau mal ins Weltrekordbuch. Bei dem reichen die Fingernägel einfach vom Kopf bis zu den Füßen. Und ja, die Fingernägel wachsen aus dem Kopf. So, okay. Gehen wir weiter. Wir wollen uns ja nicht so lange mit irgendwelchen Fingernägelgeschichten aufhalten. Denn das könnte kontraproduktiv werden, weil währenddessen wachsen unsere Fingernägel natürlich auch weiter und dementsprechend müsste man sie dann wieder schneiden und Zeug, ne? Ich hasse dieses Wetter. Es regnet immer, es regnet. Ich hasse. Der Uli hasst es auch. Hass! Das ist ein der geilsten Nippel aus dem Nippelmix von Stefan Raab, den es jemals gab. Hass! So gut. Gunfire. Ach, du hörst das ja direkt auf so eine Entfernung direkt schon raus, tun, ja? Aber bist trotzdem so dumm und schießt einfach mal los, auch wenn man das noch gar nicht sollte, ne? Da bist du mir der Beste hier. Ich finde die Phantom-Leuchten da voll geil. In Rodesty kommen die auch so ein bisschen raus. Das ist voll cool. Das sind so richtige Suchleuchten. Voll. Ja, ah, hier ist das die Reach-Frame-Anbrüche. Oh, hier ist Sniper Money. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr als 20 mitnehmen. What the fuck? Oder? Warte, check mal kurz aus. Tatsache. Was zur Hölle? Naja, okay. Wo auch immer wir uns dann gerade die extra Rounds von June hingesteckt haben. Ach komm, ich mach das ein bisschen. Ist okay. Der Schakal hat 2 Schüsse überlebt. Gut, der eine war nicht richtig getroffen. Aber trotzdem. Und was? Fuck, ist nicht runtergefallen. Was sind das jetzt wieder für fancy Geräte? Ach so. Zum Abbauen von Öl, Kohle. Fragging, auch auf Reach. Amerikanischer. Scheiß auf die Natur gedacht. Und scheiß auf die Menschen, die dann ihr Wasser anzünden können. Das fand ich eh das Krasseste, als ich mal so einen Bericht über Fracking gesehen habe, über was für extreme Auswirkungen es in den USA tatsächlich haben kann. Und
Da hat die dann den Wasserhahn angemacht, die Frau. Und hat einfach ein Feuerzeug angehalten und ein Streichholz. Und das Wasser hat gebrannt. Es hat aus dem Wasserhahn gebrannt. Da so viele Überreste noch von Ölrückstände oder so da drin waren. Und dann, ja, schon krass. Dementsprechend finde ich die Diskussion Fragging in Deutschland auch, da sollte es keine Diskussion geben. Nein, wir machen sowas nicht. So einfach ist das. Würden wir noch so lange erzählen, wir haben jetzt ganz neue Verfahren. Am Arsch.